Ich kann nicht schlafen. Ich muss wissen, ob Mary sicher ist. Ich werde das Diner anrufen, sie sollte immer noch arbeiten. Aber ich muss die Nummer als Ferngespräch anrufen. Ich finde besser mal den Manager. Ich würde mal fast behaupten, Mary geht es nicht ganz so gut. Wo ist er hin? Vielleicht sollte ich mich umsehen. Oh oh, sind wir ganz alleine? Da ist ein komischer Schlüssel. Da steht Bill's Happy Place drauf. Der Typ hat vielleicht Probleme. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Vielleicht hat er die Nummer für Ferngespräche in seinem Computer gespeichert. Und natürlich ist er mit einem Passwort geschützt. Klasse. Hier steht, wenn ich mein Passwort vergesse, finde ich es an meinem Geburtstag. Immerhin etwas. Das ist merkwürdig. Es sieht aus, als hätte jemand versucht, das Passwort einzugeben. Ich sollte besser nicht herumprobieren. Okay, es wird immer seltsamer hier. Dann suchen wir mal den alten Bill. Ich weiß nur nicht genau, wo der Happy Place ist. Das wird nichts bringen. Hier unten kann ich auch nichts weiter anklicken. Hier ist noch ein Radio. Aber das stand wohl auch zu lange im Regen. Ich sollte nicht spannen, das ist unhöflich. Ja, aber wir müssen doch den alten Bill finden. Tricky, tricky. Ich kann gerade nicht viel machen. Wo ist denn nur der Happy Place? Das sollte die Liste der Leute sein, die derzeit im Motel wohnen. Irgendwie sind es nur zwei Personen. Ich und jemand namens Paris Eve. So ein schicker Name. Paris Eve. Das klingt aber nicht wirklich vertrauenswürdig. Aber vielleicht können wir mit einer gewissen Paris reden. Finden wir etwas in unseren Räumlichkeiten? Anscheinend nichts. Und dass hier so auffällig das Licht reinschallt, ist ja auch ein bisschen seltsam. Naja, das sieht nicht wirklich einladend aus. Wo finden wir den guten Bill? Billy, Bill, Bill, Bill. Wir haben hier nicht viele Türen, das ist schon seltsam. Ich bin kein Dieb. Ja, ist doch gut, ich wollte ja nur was gucken. Ich glaube, Bill ist nicht da, um mitzubekommen, dass ich seinen Computer nutze. Kannst du wirklich nichts machen? Vielleicht hat er die Nummer für Ferngespräche in seinem Computer. Ich kann nicht viel machen. Warum nicht? Wo ist der gute Bill? Billy Bill, Bill, Bill. Wo hast du dich versteckt? Bill's Happy Place. Du musst doch hier irgendwo reinkommen. Jetzt hat er den Schlüssel mitgenommen, aber tut nichts. Oh, lecker. Warte, irgendwas. Wir haben noch einen Werkzeugkasten. Das habe ich gar nicht gesehen. Mein Werkzeugkasten. Ich nehme meinen Schraubenzieher. Naja, das ist das einzige Werkzeug hier drin.
Ich sollte echt mehr Werkzeuge kaufen. Mein treuer Werkzeugkasten. Ich bin kein Mechaniker, aber man weiß nie, wann man so etwas braucht. Wir haben unseren alten Freund, den Schraubenzieherschlüssel, was auch immer, wieder. Ich weiß nur noch nicht genau, wofür wir den gebrauchen können. Können wir irgendetwas aufschrauben? Wofür brauchen wir das jetzt? Es hat schon eine bedrückende Stimmung, muss ich mal sagen. Es ist doch auch sehr traurig. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir die Mutter tot auffinden werden. Und hätte ich gewusst, dass wir mit Mary nicht über unsere Mutter reden sollten, wäre sie jetzt wahrscheinlich auch noch am Leben. Was können wir tun? Wo ist Bill's Happy Place? Und es ist gerade auffällig ruhig. Wir müssen ein Ferngespräch führen. Ich weiß nur leider absolut nicht, warum. Tja, ich denke mal, auch hier werde ich einen Cut setzen, sobald ich die Lösung habe. Ihr werdet es ja sehen. Ihr werdet es ja sehen. Oh, wir können auch noch zur Seite gehen, das wusste ich gar nicht. Und irgendetwas liegt auf dem Grill. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz stumm schalten, kleinen Moment. So, ich bin etwas erkältet, also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal gar nichts sage, dann muss ich wahrscheinlich gerade husten oder mir das Näschen schnäuben. Ich schau mal, was auf dem Grill liegt. Ich habe nicht wirklich Appetit auf nasses Essen. Aber die Kohle könnte vielleicht noch zu etwas taugen. Ich nehme mir einfach ein paar trockene Stücke von ganz unten. Schließlich habe ich keine Zahnpasta dabei. Hä? Ist Kohle gut für die Zähne? Es gibt ja jetzt diese schwarze Zahnpasta, die habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert. Die ist gar nicht mal so schlecht, aber ich würde, glaube ich, nie mit normaler Kohle mir die Zähne putzen. Ich kann damit nichts anfangen. Diese Fenster sehen alt und staubig aus. Ich glaube, diese Räume sind schon lange nicht mehr bewohnt. Moment, ist das Bill's Happy Place? Das hier muss Bill's Happy Place sein. Ui, wow, ich kann schon die Fröhlichkeit spüren. Wirklich. Ach, das sind zum Glück, will ich hoffen, alles nur Ölflecken. Ich kann damit nichts anfangen.
Das sieht aus wie eine alte Bodenluke. Ich brauche irgendetwas, um sie aufzubrechen, wie ein Brecheisen. Jemand hat einen guten Geschmack in Frau, Pustern. Und wir haben wieder eine Nachricht. Bitte nicht den Stromkasten auf der rechten Seite anfassen. Ich habe ihn umgebaut, damit er die Batterie meines Trucks laden kann. Den sollen wir also nicht anfassen. Okay, ich muss mir nicht die Hände waschen. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Das ist eine alte Waschmaschine. Sie funktioniert immer noch. Das ist doch schön. So spart man doch nur Geld. Hey, das Radio, da ist nicht nass. Aber du machst es trotzdem nicht an. Was hat es mit den ganzen alten Fernsehern auf sich? Ich habe solche nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Ja, die guten Röhrenfernseher. Schade eigentlich, dass ich keinen mehr habe. Das ist wirklich traurig sowas. Schauen wir mal nach, was sich in der Werkbank befindet. Hey, eine Öldose. Ich könnte etwas davon an dem Bett in meinem Zimmer benutzen. Es quietscht so sehr. Hat er tatsächlich mitgenommen? Ich fasse es aber nicht. So, aber mehr ist hier nicht. Das ist seltsam. Rasenmäher, den haben wir uns noch nicht angeschaut. Ich könnte wahrscheinlich die Klinge dieses Rasenmähers verwenden. Sie könnte mir helfen, in der Nacht die Viecher zu verscheuchen. Aber du hast sie nicht mitgenommen. Ach doch, hier ist die Klinge. Okay. Ich werde mal schnell speichern. Sicher ist sicher. Aber mit der Scherbe kriegen wir jetzt das nicht auf. Ne? Oh. Okay, das ist jetzt praktisch unsere Brechstange. Alles klar, probieren wir das mal aus. Das Loch ist zu klein, um die Klinge hineinzustecken. Zum Glück ist hier niemand, der mich das sagen gehört hat. Es funktioniert also nicht. Schade. Das wird nicht funktionieren. Na gut. Und somit wären wir hier schon durch. Das ist seltsam. Das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Sollten wir den Stromkasten doch mal verwenden? Das Schlüsselloch sieht irgendwie kaputt aus. Vielleicht kann ich irgendetwas anderes benutzen. Okay. Ich hoffe, dass er noch funktioniert. Schau dir nur all die Kabel an, die ich nicht anfassen werde. Hey, Starthilfekabel! Aber warum würde Bill die alle an den Stromkasten anschließen? Na, das hat er doch gesagt. Wegen seinem Truck hat er das doch irgendwie umgebaut, aber wir können hier nicht viel machen. Glaube ich, vermute ich, wir gehen erstmal wieder raus. Vielleicht haben wir jetzt schon irgendwas getriggert. Bill ist auf jeden Fall nicht auffindbar. Wir können ja mal wieder in unser Zimmer gehen und unser Bett ein bisschen reparieren. Wir versuchen es einfach mal. Dafür war es ja gedacht. Hä? Aber ich dachte, dafür war es. Okay. Wir brauchen das Öl für irgendetwas anderes. Bill ist noch immer nicht da. Das kann auch nicht alles gewesen sein. Das kann nicht alles gewesen sein. Aber wo zum Teufel ist denn sein Truck? Diesmal komme ich auch nicht weiter. Ach so, ich muss ja erst wieder aufschließen, sorry.
Das wirkt ziemlich sicher, nicht wahr? Alles klar, jetzt weiß ich, wofür die Ölkanne war. Und zwar sollte ich damit die Rasenmäherklinge beträufeln. Mensch, ich dachte, ich hätte vorhin versucht, es schon zu kombinieren, aber anscheinend habe ich es doch irgendwie übersehen. Ich habe jetzt einfach versucht, alles zu kombinieren, was geht, weil ich nichts mehr weiter gefunden habe.